Gut, hier Ich bin bekommst du. beeindruckt. Hoffentlich haben wir bald eine anspruchsvollere Aufgabe für euch. Ah, also kann ich nochmal zu Ihnen zurückkehren später. Das werde ich. Also vielleicht mal gucken, wenn ich Lust drauf habe. Warte, warte, warte. Bevor wir gehen, will ich nochmal in den Tempel reingehen. Denn dann können wir nochmal gucken. Ah, warte, warte, warte. Die Post hier erstmal mitnehmen. Ja, kriegen wir erstmal den ganzen Schwachsinn hier wieder. Das ist genau der gleiche Scheiß, den ich auch in meiner Sith-Story bekommen habe. Aber okay, dazu sage ich nicht nein, sondern dazu sage ich ja. Oh ja, ich will auf jeden Fall wieder ein Stronghold bauen. Aber diesmal wirklich. Weil letztes Mal habe ich das jetzt nur so einmal gemacht und danach nicht ein einziges Mal angefasst. So, so, so und so. Und wir haben ein neues Schwert. So. Ah ja, jetzt fliegen die schon hier rum. Meine Haustiere. Warum ist im Hintergrund jetzt so eine epische Musik? Ihr hört die wahrscheinlich gerade nicht. Aber ich höre sie. Gut, ich will nicht diese schwebende Lootbox haben, sondern diesen kleinen Astronaut. Astromech heißt es, nicht Astronaut. wo war das nochmal? War das hier hinten? Ich glaube, das war hier hinten. Oder? Nö. Dann war es dort. Auf jeden Fall, da kann man seine Gleiterfähigkeiten aktivieren. So war es doch, oder? Also, wenn wir jetzt hier lang gehen. Ja, da ist er. Boah, wie siehst du aus? Ein Jedi sollte immer an sich arbeiten. Ah, noch keine Möge die verfügbar. Macht mit euch sein. Ja, du nicht. Gib mir meine Gleiterfähigkeiten. Du Elendiger. Gut, ich skippe mal, bis wir dort sind. Gut. Dort sind wir im Twi'lek Wohngebiet. Und hier oben gibt es anscheinend irgendwas. Oder irgendjemand, der mit uns reden möchte. Wenn ihr etwas von der Matriarchin wollt, Ah, sprecht mit hier. ihr, nicht Ich mit grüße mir. euch, Matriarchin. Meister Orges Din schickt mich, um euch beim Kampf gegen die Fleischräuber zu helfen. Die Jedi lassen sich also endlich herab und erkennen, dass mein Volk leidet? Wie edelmütig. Ich bin sicher, das hat auch überhaupt nichts mit dem Angriff auf euer Trainingsgelände zu tun. Oh, stimmt. Die werden ja hier nicht so geil behandelt, die Twi'lek. Ich will nicht lügen, es stimmt. Es war uns nicht klar, wie groß die Bedrohung durch die Fleischräuber geworden ist. Und jetzt braucht ihr die Hilfe des Volkes, das ihr einst ignoriert habt. Meine Späher beobachten die Fleischräuber schon seit Monaten. Sie werden immer stärker. Ich werde euch erzählen, was wir herausgefunden haben. Aber nur, wenn ihr versprecht, mein Volk zu schützen. Wir leiden. Du brauchst Ruhe, Mutter. Lass mich diese Last für dich tragen. Also ich habe ja damit kein Problem. Ich hatte mal früher eine Twi'lek. Die war ultra hübsch. Ihr Name war Wette. Bei allem Respekt. Ich habe nicht viel Zeit. Ich brauche die Informationen. Das ist meine Tochter, Rana Tau Wen. Sie wird zusammen mit Späherführer Morind für mich sprechen. Ich muss mich um andere Dinge kümmern. Mir ist egal, warum ihr hier seid. Hauptsache, ihr vernichtet die Fleischräuber. Seit sie die neuen Waffen und die Ausrüstung haben, jagen sie uns wie Tiere. Der Feind hat ein Lager im Tal hier in der Nähe. Meine Späher berichten, dass die Fleischräuber ihre Waffen und andere Technologien in einer Höhle aufbewahren. Gut, mach ich. Es könnte sich lohnen. Ich kann es mir zumindest einmal ansehen. Sie schlachten uns mit ihren Waffen ab. Ihr wollt unsere Hilfe? Dann kümmert euch darum. Wir müssen den Fleischräubern Angst machen. Ihre Waffen sabotieren, sie so manipulieren, dass sie vor ihren hässlichen Gesichtern explodieren. Wie sollen wir das machen?
Sie verwenden Standardtechnologie der Republik. Wir könnten die Stromkreise und Plasmaspulen überladen. Hier, ich zeige es euch. Durch die Sabotage würden die Fleischräuber Verluste erleiden und ihren technologischen Vorteil verlieren. Wenn ihr uns die Technologie beschafft, könnten wir uns mit den Waffen verteidigen. Ihr habt doch gute Vorschläge. Beide Pläne könnten funktionieren. Mein Volk hat keine Angst davor, für seine Heimat zu kämpfen. Uns fehlen nur die Mittel dazu. Diese Diskussion ist sinnlos, solange ihr nicht dazu in der Lage seid, in die Höhle zu gelangen. Ihr braucht einen der Zugangsschlüssel der Anführer. Findet die Technologie der Fleischräuber und tut, was ihr für richtig haltet. Viel Glück, Jedi. Werde ich. Eure Karen regelt das. Karen Soul muss jetzt runter zu der Fleischräuberhöhle. Doch wir nehmen natürlich noch ein paar Nebenaufträge mit. Hey, Brudi, was hast denn du? Noch mehr junge Jedi in Kalikori. So, so. Ich bin Julef Fahn, Meister der Rituale. Warum redet er so langsam? Ihr wollt an der Zeremonie teilnehmen? Seid ihr euch der Gefahren bewusst? Seid ihr eure Gefahren bewusst? Bo, kannst auch ein bisschen schneller reden. Klar. Ohne jeden Zweifel. Gut. Zusammen werden wir die Kluft zwischen den Pilgern und den Jedi überbrücken. Viele eurer Freunde, die Padawane, kommen nach Kalikori, um das Ritual des Übergangs zu vollziehen. Diejenigen, die die Zeremonie bestehen, werden mit einer Audienz bei Kolovish belohnt, um ihre Weisheit und ihre Geschenke zu empfangen. Das klingt nach einer Herausforderung. Kein Jedi würde bei einem Ritual der Pilger scheitern. Es sind schon viele gescheitert. Doch wenn euch die Jedi-Meister nicht davon abgeraten haben, scheint ihr bereit zu sein. Kolovish lebt oben in den Bergen. Einst war sie unsere Anführerin, jetzt leitet und beschützt sie uns. Um die Zeremonie abzuschließen, müsst ihr die 1000 Stufen zu ihrem Zuhause erklimmen. Ihr müsst eine Fackel bei euch tragen und die Signale entlang des Pfads anzünden. Ihr müsst die Flamme vor den Bestien und den Fleischräubern beschützen. So werdet ihr euren Wert beweisen. Wenn ihr wollt, kann ich die Fackel entzünden. Sie brennt nur für kurze Zeit. Aber wenn ihr würdig seid, wird es reichen. Dann entzünde ich die Fackel. Ich bin bereit, die Flamme zu tragen. Dann geht und entzündet jedes der Signalfeuer entlang des Gebirgspfades. Wenn ihr das Ende erreicht, werdet ihr Kolovish begegnen. Kolovish, wer auch immer das ist. Ja, das ist doch ein Klacks. Also man läuft jetzt hier den Berg hoch und zündet die Fackeln. Und ja, wenn man ganz oben ist, dann hat man dort eine Kameradin und dann hat man es geschafft. Ja, es ist ganz einfach. Mann, ich will mein Gefährte, aber den bekommen wir wahrscheinlich erst am Ende dieser Typhon-Story. Bin echt gespannt, wer das dann wird. Kann ich eigentlich, also nur so eine rhetorische Frage, kann ich eigentlich als weiblicher Jedi, wenn ich dann einen weiblichen Kameraden bekomme, kann ich dann mit der auch flirten, obwohl ich auch weiblich bin? Geht das? Gibt's hier sowas? Also darf ich hier lesbisch sein? Das wäre voll geil. Also, das andere geil. Hört auf, zweideutig zu denken. Aber irgendwie würde ich das halt gerne ausprobieren. Aus experimentellen Gründen. Es gab mal diese Trailer-Videos. Da wurde das mal gezeigt und da haben sie sich zwei Frauen geküsst. Also kann es ja sein, dass man mit denen dann flirten kann und dann dort eine Romanze begehen. Wer weiß, wer weiß. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe ja auch bisher nur männliche Charaktere benutzt, weil ich bin männlich. Aber wir sind hier für Gleichberechtigung. Außer ihr wolltet hier die Küche.
Wow, schon Stufe 5. Das Leveln geht echt schnell hier. Ey. Ho, guckt ihr euch den Toten da an. Der ist echt verrottet. Muss dann unbedingt nochmal erfahren, welche Taste ich brauche für Hard ausmachen. Oder war es F2? F1? Oh, meine F1-Taste, die ist voll klebrig. So, das müsste doch jetzt die letzte Facke sein. Jawohl, mit Kolobis soll ich jetzt reden. Wo ist die Alte? Müsste doch jetzt hier auf diesem Turm sein. Ich hab's geschafft. Und was war daran jetzt so schwer? Warum sind da so viele gestorben? Ui. Das habt ihr bestimmt nicht gehört. Im Hintergrund hat's gerade geknallt. Aber wieder irgendwelche Vollidioten sich denken, oh ja, zünd ich mal ein bisschen Feuerwerk, obwohl es noch nicht mal Silvester ist. Oh, hi. Oh, der sah süß aus. Ihr habt euch tapfer geschlagen, Jedi. Ich habe die Signalfeuer gesehen, als ihr den Pfad erklommen habt. Nur wenige von euch schaffen es so weit. Ich bin Kolowisch, erste Matriarchin und Deuterin der alten Schriften. Ich habe unser Volk auf diesen Planeten geführt. Seid willkommen. Sag mal, hat dir jemand auf die Fresse gehauen oder warum hast du da so rote Stellen? Sie ist einfach Two-Face. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen, Matriarchin. Und es ist mir eine Ehre, einen Jedi zu treffen, der unsere Sitten achtet. Selbst unser eigenes Volk, die anderen Twi'lek, verspottete uns und lehnte die Autorität der Matriarchen ab. Darum kamen wir hierher. Jetzt habt ihr das Ritual durchlaufen und zählt zu den Freunden der Pilger. Ihr teilt unsere Last und unsere Stärke. Meine Treue gilt den Jedis. Meine Verpflichtung gilt dem Jedi-Orden, nicht den Pilgern. Ungeachtet dessen heißen wir euch willkommen. Nehmt diese Geschenke. Ihr müsst wissen, dass wir nicht viel besitzen. Aber als Jedi teilt ihr diese Welt mit uns und euch steht eine schwierige Zukunft bevor. Ich möchte helfen. Ich möchte gern helfen. Kann ich irgendetwas tun? Erinnert euch an uns. Und an unsere Sitten. Geht euren Verpflichtungen nach und wisset, dass mein Segen mit euch geht. Of course. Wir haben ein taifonanischen Schlachtenkämpfers. Ach. Ah, jetzt sehe ich's. Kopfschuss des taifonanischen Schlachtkämpfers. Jetzt, keiner springt da runter, außer ich, weil ich bin einfach die Geilste. Oh, warte mal. Den töte ich kurz, weil der gibt ordentlich XP. Scheiße, der tötet mich gleich. Streng dich an, Karen. Nein, Karen, nicht verkacken. Scheiße, ich könnte gleich drauf gehen. Oder? Ah, doch nicht. Wow. So ein Schwächling. Und wir kriegen eine Brustplatte. Wow. Jetzt sehe ich ja noch hässlicher aus als vorhin. Egal. Am Anfang meiner Sith-Story sah ich auch nicht so geil aus. Deswegen ist das ja noch in Ordnung. Spielt auf jeden Fall niemals einen Menschen in Star Wars Old Republic. Es ist viel geiler, wenn man so halt eine Spezies spielt. Alter, was bist du für ein Geiler? Der sieht eher aus wie ein Sith. Der wird den Jedi-Orden verraten. Führt die Order 66 aus. Gut, holen wir noch einen Nebenauftrag. Hier oben. Kommt her, Jedi. Leiht einer bescheidenen Dienerin der Matriarchin euer Gehör. Ich versichere euch, eure anderen Angelegenheiten können warten.
Mein Name ist Vedariat Ayon. Ich kümmere mich um die Körper und Seelen der Dorfbewohner und ich habe eine Bitte. Ich spreche von den Fleischräubern. Sie werden in letzter Zeit stärker und ich weiß wieso. Was für stärker? Sie sind immer noch gleich. Sie sind keine Gefahr. Egal wie stark sie werden. Die Jedi werden mit ihnen fertig. Mag sein, aber wir nicht. Deshalb bitte ich euch um Hilfe. Die Fleischräuber haben Experimente gemacht. Sie haben ein Elixier entwickelt, das sie unbändig macht. Wenn sie es trinken, werden sie rasend. Sie bekommen Schaum um den Mund und stürzen sich wie hungrige Tiere auf ihre Beute. Es ist eine widerwärtige Medizin. Primitiv und unheilvoll. Als ob die dafür fähig sind. Das ist auch töricht. Sind alle Pilger so abergläubisch? Erklärt euch das Phänomen, wie ihr wollt. Ich bin keine Wissenschaftlerin, aber das Ergebnis ist nach wie vor dasselbe. Wir sind zu wenige, um die Fleischräuber direkt anzugreifen. Nicht einmal die Jedi könnten diese Ungeheuer auslöschen. Aber mit Hilfe unserer Krieger könnten die Jedi die Höhlen der Fleischräuber erreichen und die Bottiche mit dem Elixier vernichten. Na gut, ich tu's. Dann bin ich dabei. Ich danke euch dafür. Odumis Mea weiß, wo die Bottiche lagern. Er ist unser Wachhauptmann. Redet mit ihm, um die Geheimnisse der Räuber zu erfahren. Verstanden. Doch wir gehen kurz hier rum zum Rüstungslager. Oh, da. Kannst du auch Deutsch reden? Ich will nämlich hier so einen geilen... Weißt du, das heißt Beinwickel? Das ist ein Umhang. Oder? Nee, eine Robe. Robe ist es eigentlich. Nein, jetzt habe ich es wieder verkauft. Aber das ist kein Beinwickel. Omidopi. Oh, ich sehe voll hässlich aus. Hajuba Damaxa. Können wir nochmal die Brust ändern? Ja, dann nehme ich lieber das. Omidopi. Und tu das einfach da so drauf. So. Sehe ich zumindest anständiger aus. Wir haben alles, was das Soldatenherz begehrt. Verkaufen wir hier noch den ganzen Schwachsinn. Die Boxen brauche ich auch nicht. Ich weiß schon, was da drin ist. Gleiche Schwachsinn wie beim letzten Mal. Viel Glück da draußen. Warte. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Was auch immer ihr braucht, wir haben es. Ist ja schön und gut. Wir tun das hier drauf. Und wir aktivieren das hier. Einfach wieder so ein Abzeichen. Ein Titel, nee, ist ein Titel. Padawan Karen So. Ja, weil wir gerade ein Padawan sind, benutzen wir den Titel. So. Ach, hier ist schon unser Auftrag. Sprich mit Odumis Mare. Hallo. Jedi, ich glaube, ich weiß, was euch herführt. Vedariat schickt euch zu mir. Sie hat euch vom Elixier der Fleischräuber erzählt, nicht wahr? Davon, dass es die Fleischräuber stark macht. Vedariat sucht einen Weg, das Elixier zu vernichten, aber sie macht da einen gewaltigen Fehler. Wir sollten das Elixier nicht vernichten. Wir brauchen es. Ich würde euch gut bezahlen, wenn ihr es mir bringt. Also der Sprecher, der ist ja ein bisschen overacted. Komm mal ein bisschen runter. Ich bin nicht hier, um mit euch zu verhandeln. Sagt mir einfach, wo ich das Elixier finde. Aber ich kann euch Credits zahlen. Republikanische Credits. Mehr als Vedariat euch bieten wird. Das Elixier kann unsere Wachleute stark machen. Es wird sie vielleicht verändern, aber es wird funktionieren. So können wir unser Dorf verteidigen und unsere Feinde besiegen. Stellt euch nur vor, wenn das Elixier einen Fleischräuber mächtig machen kann, was wird es dann erst bei einem Pilgerkrieger bewirken? Bringt es mir und ihr werdet belohnt. Gepriesen! Da hat er recht. Na gut. In Ordnung. Ihr werdet euer Elixier bekommen. Ha, gut. Ich spreche mit Vedariat und sage ihr, dass ihr jetzt für mich arbeitet. Das Elixier ist in den Höhlen der Fleischräuber jenseits von Kalikori zu finden. Ich werde die Credits bei eurer Rückkehr bereithalten. Aber das verstehe ich nicht. Warum kommen jetzt dunkle Seitepunkte, wenn ich eigentlich was Gutes gemacht habe? Weil das Elixier können sie ja für gute Zwecke benutzen. Außer wenn sie jetzt Idioten sind und das falsch benutzen, aber ich bezweifle das mal. Der hat sich eher klug angehört. Ja, ihr seid ja schöne Leute.
Ja, seid ihr alle schon umgefallen? Ja, ich habe gerade Tiere Leute genannt. Nennt mich komisch. Tocker! Kamikazensprung war das einfach. Boah, das sieht so verrottet aus. Also Typhon will ich nicht drauf sein. Na gut. Wir haben wohl keine andere Wahl. Besorge das Elixier. Ach, das liegt jetzt hier in dem Bereich. Und ich sehe schon eins. Attacke! Gut. 1 von 5. Uff, dauert das ewig. Gibt es hier eine Nähe? Sieht wohl nicht so aus. Hier unten vielleicht? Nee. Muss man wohl laufen. Gar keinen Bock zu laufen. Gut, ich sammle die mal und dann sehen wir uns gleich wieder.